Wir starten heute am 30. März 2012 hier auf dem Stachus in München unsere Kampagne Verstecktes Tierleid, Käfigeier in Lebensmitteln. Ich bin als Detektiv verkleidet und werde mir gleich die in unserem Supermarkt ausgestellten eihaltigen Produkte näher anschauen. Seit 2004 muss jedes Ei in der Schale mit einem Stempel versehen sein. Dieser Eierstempel gibt Auskunft über die Haltungsform der Legehennen. Je kleiner die Zahl, umso besser die Legehennenhaltung. 0 ist die ökologische Erzeugung, 3 die höchste Zahl ist die schlechteste Haltungsform, nämlich die Käfighaltung. So hat jeder Verbraucher die Möglichkeit zu entscheiden, welche Haltungsform er mit dem Kauf des Produktes unterstützen möchte. Aber wie sieht es mit Eiern aus, die in Lebensmittel verarbeitet sind? Über 1000 Produkte, die in deutschen Supermärkten zu haben sind, ist Ei enthalten, Hühnerei. Dass Ei in Eierlikör oder zum Beispiel in Eiernudeln enthalten ist, mag keinen verwundern. Aber wer denkt schon an Ei im Zusammenhang mit einer Fertigsalatsoße oder einem Dessert oder sogar Schokolade? In all diesen Produkten ist Ei enthalten. Da Käfigeier billig sind und in großen Mengen verfügbar, liegt der Verdacht nahe, dass in vielen dieser Produkte immer noch Käfigeier verarbeitet werden. Über die Herkunft der Eier erfährt man in der Regel nichts, lediglich die Zutat Ei muss auf der Zutatenliste vermerkt sein, nicht aber die Haltungsform der Legehennen. Wir sind der Meinung, was für Schaleneier gilt, sollte für alle eihaltigen Produkte gelten. Deswegen fordern wir im Rahmen unserer Kampagne eine EU-weite Deklarationspflicht für all diese eihaltigen Produkte, damit der Verbraucher ganz klar entscheiden kann, ob er tatsächlich ein Produkt kaufen möchte, in dem zum Beispiel Käfigeier verarbeitet wurden. Auch nach dem deutschlandweiten Verbot der Haltung von Legehennen in sogenannten Batteriekäfigen lebt nach wie vor jede fünfte Henne im Käfig. Das Nachfolgemodell, der sogenannte ausgestaltete Käfig, bietet nur geringe Verbesserungen gegenüber dem ehemaligen Batteriekäfig. EU-weit sind Legebatterien seit 2012 nun auch verboten, aber kaum ein EU-Land hält sich dran, sodass davon auszugehen ist, dass nach wie vor in den inzwischen illegalen Legebatterien weiterhin Hennen gehalten werden. Ich untersuche jetzt mal die Produkte, die Ei enthalten in unserem Supermarkt. Ich brauche dafür eine Lupe, denn die Zutatenlisten sind in der Regel wahnsinnig klein geschrieben. Da schaue ich mal. Hier steht, dass Ei enthalten ist, aber nicht welche Haltungsform. Deswegen liegt der Verdacht nahe, dass das Ei aus Käfighaltung stammt. Jetzt schaue ich hier mal weiter. Hier haben wir ein Bioprodukt. Da brauche ich eigentlich gar nicht weiter gucken, denn in Bioprodukten dürfen auch nur Eier aus der ökologischen Haltung verwendet werden, verarbeitet sein. Deswegen hier das lachende Ei. Produkte werden deutschlandweit mit Ei produziert. Wer hätte gedacht, dass Ei zum Beispiel auch in Salatsauce enthält. Sehr gefreut haben wir uns auch über die Unterstützung von Frau Dr. Evelyn Menge. Sie ist CSU-Tierschutzbeauftragte, Stadträtin in München. Und Herrn Dr. Florian Vogel, Bündnis 90 Die Grünen. Er ist ebenfalls Stadtrat in München. Die beiden Politiker, die sich schon in der Vergangenheit sehr für den Tierschutz engagiert haben, haben sich eingehend in unserem Supermarkt umgesehen und sich im Anschluss daran als Erste in unsere Unterschriftenliste eingetragen. Sehr gerne. Dankeschön. Wenn Ihnen das Wohl der Legehennen am Herzen liegt, dann studieren Sie bitte ganz genau die Zutatenlisten und lassen Sie diejenigen Produkte im Regal liegen, die keine Angaben über die Legehennenhaltung enthalten. Bei Bio kann man eigentlich nichts falsch machen, denn auch die Eier müssen hier aus der ökologischen Erzeugung stammen. Und schließlich und endlich gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ganz auf eihaltige Produkte zu verzichten. Eifreie Alternativen gibt es viele. Nähere Informationen über unser Kampagnenthema erhalten Sie nicht nur bei unseren freundlichen Mitarbeitern an den Infoständen überall in Deutschland, sondern auch auf unserer Homepage unter www.aktiontier.org.